Willkommen zum neuen Video. Heute soll es mal ein Tutorial geben, und zwar wie man Manuals macht, heißt auf dem Hinterrad fahren ohne treten. Das hat sich einer gewünscht bei meinem Kanaltrailer Video, und damit fange ich heute an. Ich zeige das Ganze heute mal mit dem Mountainbike, mit einem BMX oder mit dem Hardtail wäre es ein bisschen leichter, weil ich glaube, die meisten von euch haben ja auch ein Mountainbike, deswegen zeige ich es hier. Bevor man damit anfängt, kann man noch ein paar Vorkehrungen am Rad treffen, um es sich ein bisschen leichter zu machen. Erstmal den Sattel ganz nach unten. Dann, was auch ganz wichtig ist, dass die Hinterradbremse gut funktioniert. Dann könnte man noch aus dem Hinterreifen ein bisschen Luft rauslassen, sodass die Auflagefläche ein bisschen größer wird. Und wenn das bei eurem Dämpfer geht, kann man den auf Lock stellen, sodass er möglichst hart ist und die Druckbewegung vom Bein nicht in den Dämpfer verschwinden, sondern möglichst 1:1 auf dem Pedal ankommen. Und dann fangen wir jetzt mal an mit dem ersten Schritt, wie man sich so rantasten kann. Also ich erkläre kurz die Grundposition beim Manual. Ihr kommt zentral auf dem Rad an, Ellenbogen leicht angewinkelt, die Knie leicht angewinkelt. Dann lehnt man sich vor auf den Lenker, winkelt die Arme an und wirft sich dann nach hinten übers Hinterrad. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr nicht über dem Sattel seid, sondern komplett über dem Hinterrad, dass ihr euer Körpergewicht weit genug nach hinten bekommt. Die Arme sind beim Manual die ganze Zeit gestreckt, die sind nie angewinkelt, sonst ist viel zu viel Gewicht noch auf dem Vorderrad. Versucht man quasi, wenn das Vorderrad oben ist, durch Druck aufs Pedal das Vorderrad hochzuholen, beziehungsweise wenn es dann zu hoch kommt, ein bisschen Druck wegnehmen, um dann so die Balance zu halten am allseits bekannten Kipppunkt. Wenn es dann mal wirklich viel zu hoch kommt, dann kann man die Bremse im Notfall verwenden, um das Vorderrad wieder schnell runter zu bekommen. Wichtig ist halt, dass dieser Impuls mit dem Vorderrad hochholen und es mit dem Körper nach hinten gehen, dass das immer genau gleichzeitig passiert. Also bei der ersten Übung rollt ihr einfach an und dann übt man ein bisschen dieses von der Grundposition in die Manual-Position wechseln. Das ist einfach ein paar Mal hintereinander. Ich habe ja vorher die Position erklärt, Arme gestreckt, mit der Hüfte nach hinten, auch tief nach unten, heißt die Knie anwinkeln. Und das jetzt hier einfach ein paar Mal hintereinander üben, dass man sich daran gewöhnt. Im zweiten Schritt versucht man dann schon mal das Vorderrad ein bisschen nach oben zu bekommen, um da auch einfach das Gefühl aufzubauen, wie viel Kraft brauche ich, wie weit muss ich mich nach hinten lehnen, dass das Vorderrad mal überhaupt den Boden verlässt. Der Manual ist eher eine mentale Aufgabe. Deswegen genau die Übung jetzt hier, um das Fahrrad mit Absicht so hoch zu ziehen, dass ihr die Bremse benutzen müsst und danach ihr keine Angst mehr habt und das dann einmal als Notfalllösung benutzen kann. Ich mache jetzt kurz ein, zwei Mal vor, wie es nicht aussehen soll. So die klassischen Fehler, und dann zeige ich mal, wie es aussehen soll. Also der Manual an sich ist eigentlich gar nicht so schwer, es ist nur wichtig, sich halt zu trauen, das Vorderrad hoch genug zu bekommen. Deshalb die Übung vom Anfang, sich daran gewöhnen, Finger an die Bremse, und dann, wenn ich zu hoch komme, bremsen, das mal 2, 3, 4, 5 Mal mit Absicht machen, um da so ein bisschen Gefühl zu bekommen, dass man halt immer im Notfall weiß, wenn ich zu hoch komme, kann ich die Bremse ziehen und nichts passiert. Deswegen ist ein ganz wichtiger Tipp. Ich würde auch versuchen, das mal eine Woche lang, vielleicht jeden Tag zu üben, das einmal in der Woche für 3, 4 Mal zu üben, das wird wahrscheinlich nicht viel rumkommen. Deswegen mal wirklich sich eine Woche nehmen, jeden Tag eine Viertelstunde rausgehen, es probieren. Das habe ich damals auch gemacht, und dann verlernt man es eigentlich auch nicht mehr. Das heißt, einfach das regelmäßig üben, Finger an die Bremse, und vielleicht hilft es auch mal, wenn man noch einen Kumpel hat, der es gerade auch üben will, mitzukommen, mal von außen zu filmen, sich ein bisschen selber zu sehen und dann gerade die Punkte zu kontrollieren, sind die Arme gestreckt. Bin ich weit genug hinten? Bin ich auch wirklich tief? Also die Knie angewinkelt. Und dann ist es eigentlich eine super Sache, macht Spaß, kann man eigentlich viel anwenden. Auch auf dem Trail ist es manchmal nützlich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war jetzt heute ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, ihr konntet dabei was lernen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das sollte dann das Video von Stuttgart vom Eurolauf sein. Bis dann.